Nichts, was Sie sagen, wird mich davon überzeugen, Ihnen zu trauen. Dafür braucht es mehr als nur Worte. Ich wäre enttäuscht, wenn ich Sie so leicht überreden könnte. Machen Sie sich selbst ein Bild. Es steht ein Shuttle bereit, um Sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden Sie briefen. Ich beschaffe, was Sie suchen und komme sofort wieder zurück. Freut mich, das zu hören. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Okay. Gut, öffnen wir mal. Gruppe. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Warum? Okay, wir sind Stufe 3, alles klar. Gut, machen wir so. So, das haben wir schon, okay. Nehmen wir den hier noch. Gut. Sonst haben wir keinen mehr. Gut, wunderbar. Was sind Inventar oder sowas haben wir hier nicht, wa? Ne, haben wir hier nicht, okay. Wir speichern erstmal. Alter, sieht ja mies aus. Jetzt sieht schön aus. Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Keine Sorge. Wir werden herausfinden, was mit den Kolonisten geschehen ist. Naja, zumindest sind sie selbstbewusst. Hoffentlich nicht zu Unrecht. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ihre Einstellung ist dabei nicht sehr hilfreich. Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Was sagt Jacob? Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Ich will nur herausfinden, was mit den Vermissten geschehen ist. Cerberus vertraue ich noch immer nicht. Ich nehm's zur Kenntnis. Vertrauen Sie mir, Commander? Sie sind ein guter Mann, Jacob. Aber Sie arbeiten vielleicht für die falschen Leute. Mag sein. Aber das habe ich in meiner Zeit bei der Allianz auch immer gedacht. Deshalb bin ich jetzt hier. Das ist vorerst alles. Jawohl, Sir. Vorbildlich, wunderbar. Was ist mit Ihnen hier? Kommen wir hier rein? Ne, kommen wir nicht. Gut, dann gehen wir mal zur Kolonie. Ist unerfüllt. Das ist ein Boni. Ach. So, das ist ja sozusagen das, was wir ja importiert haben. Wir haben Granatwerfer, wir haben Quellets, Stufenaufstieg. Gut, wir jetzt schließen.
Also ich muss sagen, die Ladesequenz ist cool. Muss ich sagen, ist echt cool. Hat soweit ihr wisset. Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Oberste Priorität hat die Suche nach Überlebenden. Das ist unwahrscheinlich, Commander. In den anderen Kolonien war niemand mehr. Sie waren vollständig verlassen. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als noch eine Geisterstadt. Also Miranda muss uns ein bisschen mehr vertrauen. Ist so ein bisschen zurückhaltend. Aber da kriegen wir hin. Neue Waffen. Ah, okay. Jawohl. 400. Ah, gut, okay. Jetzt müssen wir ein bisschen mit der Munition sparsam sein. Wir haben halt nicht so viele. Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Sieht ja noch aus. Mich, wo unser alte Crew ist. Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Tja, ist ein bisschen merkwürdig. Okay. Dafür haben wir ein neues Team. Sozusagen. Cool. Ein paar Credits. Alter. Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Sieht nicht danach aus. Was waren das für Hunde? Hier mit der Steuerung muss ich noch ein bisschen klarkommen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Auf der rechten Seite! Schildet euch! Habt ihr erwischt! Ah, Mann! Ah, verdammt! Unterstützung leider Energieversorgung und Systemschaden. Schluss und Tod! Boah! Guten Tag! Keine Bewegung! Fraser, Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Moment mal. Shepard? Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter! Shepard? Ist das... Sie leben? Cerberus hat mich wiederhergestellt, Tali. Sie wollen, dass ich die Angriffe auf die Kolonien untersuche. Sie verzeihen, dass wir Ihren Worten keinen Glauben schenken, Cerberus. Es ist durchaus unser Recht, Angriffe auf Kolonien der Menschen zu untersuchen. Aber ich würde gerne wissen, was die Quarianer hier zu suchen haben. Waffen runter, Prasa! Was immer hier vor sich geht, wir können das bestimmt kampflos regeln. Einer der unseren war hier auf Pilgerreise. Sein Name war Vitor. Wir sind gekommen, um ihn zu suchen.
Falls Vitor den Angriff überlebt hat, könnte er uns vielleicht erzählen, was vorgefallen ist. Das hoffen wir auch. Wir haben ihn gesehen, aber er ist kaum in der Verfassung, Fragen zu beantworten. Er wurde verwundet und seine Nerven... Sie will damit sagen, dass er instabil ist. Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er. Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die Mechs so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. Vitor ist der Einzige, der uns sagen kann, was hier vorgefallen ist. Wir sollten ihn gemeinsam suchen. Gute Idee. Man braucht sowieso zwei Teams, um an den Drohnen vorbeizukommen. Arbeiten wir jetzt mit Cerberus zusammen? Nein, Prasa, Sie arbeiten für mich. Und wenn Sie keine Befehle befolgen können, dürfen Sie gerne auf dem Schiff warten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außenrum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Halten Sie auf alle Fälle Funkkontakt. Mach ich. Viel Glück, Shepard. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ach Mensch, Tadi, ist ja cool. Haben wir unser erstes Crewmitglied gefunden. Nee, gut. Hier kommen wir auch nicht mehr raus. Na klar, speichern wir mal. Was soll ich machen? Was da jetzt stand. Vorsicht, Shepard. Vor Ihnen ist eine Gruppe Sicherheitsdrohnen. Danke für die Warnung. Wir kümmern uns um Sie. Vorsicht! System hochgefahren. So. Nee. So, 2000 Credits. Schön. Setzen Sie Überlastung bei Ihnen ein. Alter! Sind Überlastung, ja. Das war's für dich. Was ist da unten? Bei Vitor ankommen. Ihre Leute sollen in Deckung gehen, dann öffne ich die Türen der Ladebucht. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung.
Okay. Übernehmen Sie die Führung, Shepard. Wir sichern die Tür. Nehme Deckung! Nein, jen. Der Mech hat schwere Panzerungsplatten. Die Quarianer hatten überhaupt keine Chance. Es wird ein Riesenproblem, diesen Mistkerl fertig zu machen. Feuer. Mit Überlastung schalten sie ihre Schiene aus. Okay. Erwischt! Hat Munitionskraft? Was für ein Ding? Puh! Das war jetzt ein bisschen heftig. So, da ist noch was. Das könnte nützlich sein. Was haben wir hier? Monster kommen zurück. Max, beschützen mich. Sicher vor Schwärmen. Muss mich verstecken. Keine Monster. Keine Schwärme. Nein, 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 nein. Vitor? Kein Vitor. Nicht hier. Schwärme können ihn nicht finden. Monster kommen. Muss mich verstecken. Niemand wird Ihnen mehr wehtun. Ich glaube, er hört Sie nicht, Commander. Muss mich verstecken, Max, beschütze mich. Schwärme kommen, Sturm kommt, Sturm von Schwärmen. Sie sind ein Mensch. Wo haben Sie sich versteckt? Wieso haben die Sie nicht gefunden? Wer hat uns nicht gefunden? Die Monster, die Schwärme. Sie haben alle mitgenommen. Warum haben die Kolonisten sich nicht gewehrt, Vitor? Was ist geschehen? Sie wissen es nicht. Sie haben es nicht gesehen. Aber ich habe alles gesehen. Sieht aus wie Material der Überwachungskameras. Er muss es manuell zusammengeschnitten haben. Was zum Teufel ist das? Mein Gott. Ich glaube, das ist ein Kollektor. Ich dachte, die Kollektoren blieben unter sich. Sie arbeiten normalerweise mit Mittelsmännern, also Sklavenhändlern oder Söldnern. Wenn sie irgendwas mit den Reapern zu tun haben, könnte das erklären, was mit den Kolonien geschehen ist. Die Kollektoren haben modernste Technologie. Sie könnten eine Waffe haben, die eine ganze Siedlung sofort außer Gefecht setzt. Die Seeker-Schwärme. Die Seeker finden dich, frieren dich ein und dann nehmen die Monster dich mit. Was geschah dann? Die Monster brachten die Leute auf ihr Schiff und dann sind sie fort. Das Schiff flog weg. Aber sie kommen zurück, um mich zu holen. Niemand entkommt.
Ich glaube, mehr kriegen wir aus dem nicht raus, Commander. Danke, dass Sie uns alles erzählt haben. Sie haben uns sehr geholfen. Ich habe sie untersucht. Die Monster, die Schwärme. Ich habe sie mit meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Viele Daten. Elektromagnetisch. Dunkle Energie. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten bringen. Greifen Sie sich den Quarianer und sagen Sie dem Shuttle, es soll uns abholen. Was? Vito ist verletzt. Er muss behandelt werden, nicht verhört. Wir tun ihm nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an Sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitos Universalwerkzeug haben, aber Sie überlassen ihn bitte mir.